Und herzlich willkommen, lieber Löwe, zu deinem Reading für März 2023. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Natürlich sind auch herzlich willkommen Löwe, Mond, Aszendent und Venuszeichen. Oder wenn du für dein Gegenüber schaust, dann bist du natürlich auch ganz herzlich willkommen. Wir werden heute anschauen, was im März 2023 auf dich zukommen wird, lieber Löwe. Ich habe verschiedenste Karten, Orakelkarten vorbereitet. Wir haben auch ein Liebesteil am Schluss, ganz speziell auf die Liebe. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt und zwar mit den Krafttierkarten. Bedenke immer, es ist ein kollektives Reading, es kann mit dir resonieren, muss aber nicht. Und schau dir auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen an. So, wir starten mit einem Krafttier für dich, lieber Löwe, im März 2023. Welches Krafttier begleitet den Löwen im März 2023? Die Maus haben wir. Und die Maus steht für Gerechtigkeit. Das, was du gesät hast, wirst du ernten. Gerechtigkeit und Ausgleich stehen an. Alles rückt sich in das rechte Maß. Mhm. Du hast viel ausgesät in der vergangenen Zeit. Du hast viel ausgesät und hast das Gefühl wahrscheinlich, aber ich bekomme nichts zurück. Im März wirst du es zurückkriegen. Keine Angst, ein Ausgleich steht an. Du wirst hier all das, was du investiert hast, zurückkriegen. Sehr schön, sehr, sehr schöne Botschaft. Dann schauen wir mal mit den Tarotkarten, was kommt denn so auf den Löwen zu im März 2023. Der Stern. Ja, lieber Löwe, ein Wunsch geht in Erfüllung. Ich glaube, du hast in der letzten Zeit sehr oft darauf gehofft, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. Du hast irgendwie allen bei ihrer Wunscherfüllung quasi geholfen, aber dein Wunsch wurde irgendwie nicht so erfüllt. Und ich glaube, das hat dich so ein bisschen in eine Negativspirale gebracht, so ein bisschen nach unten gebracht. Und ja, du möchtest wieder leben. Und ja, lieber Löwe, ich habe das Gefühl, hier kommt etwas auf dich zu. Und ich glaube, das ist nicht etwas, sondern sogar jemand. Wir haben den Ritter der Kelche. Könnte ein Wasserzeichen sein, Krebs, Skorpion, Fische. Muss aber nicht sein. Aber hier möchte dir jemand ein liebevolles Angebot machen. Und dieser Mensch ist nicht nur ein bisschen interessiert. Ich glaube, dieser Mensch hat schon ein ziemliches Interesse. Den Ritter der Kelche, dem muss man manchmal so ein bisschen einen Schubs geben. Der Ritter der Kelche ist manchmal so ein bisschen passiv. Und er braucht manchmal, wir haben es aus der Kirche auf der Kartenrückseite, der braucht manchmal so ein bisschen einen Schubs. Ein Schuss, okay. Nein, der braucht manchmal so ein bisschen einen, vielleicht auch einen Schuss Alkohol oder so, damit er aus sich herauskommt. Nee, aber der braucht so ein bisschen einen Schubs. Löwe, das trifft dich gut, weil du bist ein Feuerzeichen und du bist jemand, der gut schubsen kann. Ja? und wenn du eine Frau bist und sagst es vielleicht, ja, aber ich will, dass er auf mich zukommt und ich will den nicht schubsen. Frag dich mal, bist das wirklich du, die das nicht will oder der das nicht will? Oder sind das Konzepte aus deinem Kopf oder auch dein Ego, das hier mitspielt? Hinterfrag dich das einfach mal, weil ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dieser Mensch möchte dir näher kommen, dieser Mensch möchte dich kennenlernen. Wir haben hier die Wunscherfüllungskarte als allererste Karte, aber es liegt so ein bisschen an dir, wie schnell das geht. Wenn du möchtest, dass es schneller geht, musst du ihm auf jeden Fall einen Schubs geben. Und einen Schubs geben heißt nicht, ich will dich heiraten oder lass uns rausgehen, sondern vielleicht einfach nur mal eine kleine Nachricht zu schreiben oder, ich weiß nicht, einen Brief zu schreiben, ein Geschenk. Keine Ahnung, um was es hier genau geht. Aber es geht einfach darum, dass dieser Mensch Sicherheit kriegt, dass du ihn, sie auch magst. Ja. Weil ich habe hier wirklich das Gefühl, es wird die Gerechtigkeit ausgesät, hier kommt jemand für dich, aber du darfst hier ein bisschen aktiv werden, weil du bist ein aktives Zeichen. Du bist ein aktives Zeichen und daher darfst du auch ruhig mal aktiv werden, auch wenn dich das manchmal ein bisschen am Ego kratzt oder was auch immer. Dann haben wir die Sechs der Schwerter als nächste Karte. Ich sehe dich hier, weggehen. Von alten Ufern zu neuen Ufern. Und ich kann mir vorstellen, lieber Löwe, dass du hier von der Passivität in die Aktivität kommst.
Vielleicht gab es eine Phase in deinem Leben, lieber Löwe, wo du zu aktiv warst. Dann gab es eine Phase in deinem Leben, und ich glaube, das ist die Phase, wo du jetzt gerade drin warst, wo du zu passiv warst. Und beides hat irgendwie nicht funktioniert. Wo du zu aktiv warst, hast du die Menschen vielleicht schon überrumpelt. Wo du zu passiv warst, ist irgendwie nichts passiert. Und jetzt geht es darum, lieber Löwe, im März 2023, dass du für dich eine Lösung findest, wie du diese Aktivität mit der Passivität vermischen kannst. Männliche, weibliche Energie eins werden lassen kannst, ja. Das ist deine Aufgabe im März. Gerechtigkeit ist für mich auch so, die Waagschale zu halten, ja. Die Gerechtigkeitskarte hat sogar eine Waage drauf. Und es geht für dich darum, diese Gerechtigkeit vor allem auch in dir zu finden. Dieses Yin und Yang auszugleichen. Okay. 5. Schwerter und die 9. Stäbe. Uff. Du sagst, oh, Shania, das macht mir Kopfschmerzen. Das macht mir Kopfschmerzen. Ich versuche das schon die ganze Zeit. Weißt du, was dein Problem ist, Löwe? Du versuchst, diese Energien auszugleichen mit deinem Kopf. Du versuchst, deine Energien auszugleichen mit deinem Kopf. Fragst dich, okay, welche Aktion könnte ich als nächstes tun oder eben nicht tun? Anstatt einfach nur zu fühlen, nach was fühlt es sich denn jetzt gerade an? Was will ich denn jetzt gerade? Und schalt mal den Kopf aus und handle einfach, weil Feuer ist Handeln. Und du bist Feuer. Also handle. Du hast am meisten Lebensenergie, wenn du einfach handelst, ohne zu viel zu denken. Wirklich handeln, 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 handeln. Und dann läufst du vielleicht mal gegen eine Wand, dann hast du vielleicht mal ein verletztes Ego, aber du bist in deiner Energie, du bist in deiner Kraft. Ja. Also sobald du aufhörst zu handeln, geht deine Lebensenergie verloren. Und ich sehe hier auch eine Angst zu handeln auch. Du sagst hier, nein, ich bin hier an diesem Stock und ich wurde schon verletzt und ich würde eigentlich gerne über diesen Zaun gehen und würde gerne auch auf diesen Menschen zugehen und ihm diesen Schubs geben, den er braucht. Aber ich habe in der Vergangenheit so oft gehandelt und bin so zu aktiv gewesen und jetzt traue ich mich gar nicht mehr zu handeln. Und das verstehe ich. Ich kann das total nachvollziehen, aber ich glaube, es geht jetzt wirklich darum, dass du lernst, es gibt einen Zwischenweg. Und der Zwischenweg ist dieser ungezwungene Weg, wo du einfach deinem Instinkt folgst. Ja? Deinem Instinkt folgst, das, was du fühlst, deiner Intuition. Okay? Ja, genau, lieber Löwe. So viele Karten nehmen wir nicht. Nein, nein, nein. Was ist hier die letzte Karte noch für den Löwen? Das sind 2 Karten, aber okay. Okay, wir haben die 7 der Stäbe und das Ass der Kelche. Wow. 7 der Stäbe und das Ass der Kelche. Löwe, ich bleib beim Thema. Es geht für dich darum, dich wieder zurückzuziehen. Nicht handeln, 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 handeln oder zurückziehen, 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 sondern handeln, zurückziehen, handeln, zurückziehen. Du darfst diesen Flow für dich finden. Und wenn du den für dich findest, und ich sehe mit der 7 der Stäbe dieses Zurückziehen auch und Grenzen setzen, sagen, nein, ich bin jetzt für mich oder nein, ich habe jetzt keine Zeit. Und ich sehe hier mit dem Ass der Kelche, dass dann diese Erfüllung für dich kommen wird. Und die Legung beginnt mit dem Star, wollte ich gerade sagen, mit dem Stern und endet mit dem Ass der Kelche. Also das ist wunderschön, lieber Löwe. Also das ist echt mega. Das ist für mich diese Herzwunscherfüllung. Dein Herz kann sich öffnen, du kannst dich öffnen. Und ich glaube hier, dieser Mensch wird wirklich von größerer Bedeutung sein. Aber du darfst diesen Weg finden, wie du mit diesem Menschen umgehen darfst. Ja, mit diesem Mix aus Aktivität und Passivität. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant, lieber Löwe. Wir schauen mal, was hier noch die abschließende Botschaft jetzt erstmal davon ist. Wir gehen nachher noch weiter mit den Liebeskarten. Vertrau deinen Träumen, haben wir hier die Karte mit der zunehmenden Sichel, lieber Löwe. Vertrau deinen Träumen. Vertrau deinen Träumen. Ja, Löwe, ich glaube, dein Traum ist es hier wirklich, jemanden kennenzulernen wie diesen Ritter der Kelche. Und dass es genauso wird, wie du es dir vorstellst. Und
Hier ist die Botschaft: Vertrau deinen Träumen, du darfst deinen Träumen vertrauen, du darfst dranbleiben. Deine Träume haben einen Sinn. Und du darfst und sollst dabei bleiben, weil es wird Gerechtigkeit für dich kommen. Du wirst diesen Ausgleich in dir finden und somit kann, sobald du etwas in dir findest, kann sich das in deinem Außen kreieren. Wir kreieren immer von innen nach außen. Wenn du in dir eine Balance findest, kann sich dir im Außen eine Balance zeigen. Mega, mega schön. Okay, dann schauen wir jetzt mit den Seelenpartner-Orakeln. Was ist hier noch die Botschaft für Löwe im März 2023? Oh, wir haben zwei Karten. Einmal geistige Verbundenheit. Die Verbindung in dieser Beziehung reicht über dieses Leben hinaus. Ja, lieber Löwe, das ist etwas ganz Tiefes hier, was auf dich zukommen darf. Aber wie gesagt, du musst dich dafür öffnen. Du darfst dich dafür öffnen. Ansonsten kann es gar nicht in dein Leben reinkommen. Und ich sehe hier, dass du dich öffnest. Sobald du hier diese Balance in dir gefunden hast, wirst du dich dem gegenüber öffnen. Ja, weil, wie gesagt, das ist eine Verbindung, die bereits seit längerem besteht. Und seit längerem meine ich über dieses Leben hinaus. Dann haben wir die Karte: Bedenke, wo du stehst. Du bist aufgefordert, einmal ganz genau hinzuschauen, wie ernst du es mit der Liebe meinst. Mhm. Ja, lieber Löwe, ich glaube, in deinem Innern ist irgendwas noch nicht ausbalanciert in Bezug auf die Liebe. Und deswegen braucht es hier nochmal diese innere Arbeit, wie gesagt, dieser Ausgleich zwischen Yin und Yang ein bisschen, dass du diesen Ausgleich in dir findest, somit merkst, okay, wo stehe ich überhaupt in Bezug auf die Liebe und somit genau das anziehen kannst, was du dir wünschst. Denn wenn dir nicht klar ist, wo du stehst und was du willst, dann kannst du es nicht anziehen, ganz einfach. Ganz einfach, lieber Löwe. Okay, dann möchte ich noch mit den Astro Cards. Sorry. Zwei Karten. Wer ist das hier? Um was für einen Menschen handelt es sich hier, damit du den auch erkennst? Wir haben das erste Haus. Selbst und Identität ist wieder Energie. Und dann haben wir Skorpion. Wow. Also einmal Feuerenergie und Wasserenergie. Und wieder und Skorpionenergie. Selbst und Identität und die Mystikerin. Okay, also beide sind ursprünglich vom Planeten Mars regiert. Also ich kann mir vorstellen, dass dieser Mensch, mit dem du es zu tun hast hier, unglaublich viel Energie hat, aber trotzdem sehr passiv ist. Aber dieser Mensch hat unglaublich viel Energie, weil das erste Haus und wie gesagt Skorpion, das sind beides sehr energiegeladene Wesen, sehr intensive Wesen. Das trifft es am besten. Das sind die zwei intensivsten Placements eigentlich, die man haben kann. Das erste Haus, also Widder und Skorpion. Also ein sehr intensiver Mensch. Und ich glaube, deswegen braucht dieser Mensch auch einen Schubs, weil dieser Mensch weiß, wie intensiv er ist. Und damit, er hat Angst vor dieser Intensität. Und wenn du ihm nicht entgegenkommst und ein bisschen aktiv wirst, was du eben gut kannst als Löwe und höchstens aus vergangenen Erfahrungen, aufgrund vergangener Erfahrungen nicht tust, der braucht das. Du denkst jetzt, ah, das ist aber verkehrt und so und Rollen und so weiter. Der braucht das. Sonst kann dieser Mensch gar nicht auf dich wirklich zukommen. Und wie gesagt, übertreib es nicht. Es geht nicht darum, einen Menschen zuzuspammen und aus seinem Loch herauszuziehen. Es geht mehr dazu, darum, ihm vielleicht einen Kuchen vor sein Loch zu stellen. Ja, dass er denkt, ah, hier gibt es Kuchen, vielleicht sollte ich mal hier hochkommen. Ja, also nicht mit Gewalt irgendwie diesen Menschen, ich versuche das jetzt bildlich euch darzustellen, diesen Menschen aus diesem Loch rauszuziehen und so, oh, komm zu mir, sondern mehr so, ich backe mal einen Kuchen, stell ihn dahin. Und dann schauen wir mal. Ja, das ist mehr so die Energy, die hier gefordert wird. Dann möchte ich hier noch mit den Liebesorakeln zwei Karten für dich, lieber Löwe. Zwei Karten. Oh, super. Sind direkt zwei rausgefallen. Und zwar haben wir einmal Erfolg. Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Mhm. Also ganz viel hier auch, wir haben auch Vertrauen in deinen Träumen gehabt. Also es geht hier wirklich auch ganz viel um Vertrauen. Vertrau in dich, Vertrau in dein Leben, Vertrau auf Gott, das Universum, was auch immer du glaubst. Aber es geht hier ganz viel auch um Vertrauen. Und wenn du, umso mehr du vertraust, umso erfolgreicher wirst du sein in dieser ganzen Geschichte.
Und wir haben die Karte. Ich weiß schon, warum ich das vorhin gesagt habe. Du willst etwas auf Biegen und Brechen erzwingen. Lass den Dingen Zeit. Ja, lieber Löwe, wie gesagt, ich glaube, du hast nicht so ab und zu das Feingefühl zwischen Passivität und Aktivität. Deswegen ist es so wichtig für dich, im März zu lernen. Deswegen habe ich auch dieses Bild mit dem Herausreißen. Das wäre dieses auf Biegen und Brechen erzwingen wollen. Darum geht es nicht, sondern wie gesagt, stell dir das mit dem Kuchen vor. Dieser Mensch mag Kuchen, du backst ihm einen Kuchen, stellst ihn vor die Tür. Das ist nicht auf Biegen und Brechen erzwungen. Das ist so gesagt, hey, ich bin da, falls du Interesse hast, komm raus. Ja? Okay. Lieber Löwe, das war dein Reading für März 2023. Es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst und freue mich über jegliche Unterstützung von dir. Sei das durch ein Like, Kommentar oder eine kleine Spende via den Dollar-Button irgendwo hier unten. Freue ich mich natürlich sehr und schau auch immer dein Mond, Venus und Aszendentzeichen-Video an. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich, dich beim nächsten Video wiederzusehen. Ciao, lieber Liebe, mach's gut. Muah.